Hallo! Herzlich willkommen bei Fernweg, mal wieder. Lange haben wir nichts mehr von uns hören lassen. Ja. Und zwar sind wir jetzt wieder in Getten. Also wahnsinnig weite Strecke wieder zurückgelegt. Hat folgenden Grund, dass wir wieder arbeiten wollten. Ja. Wir haben zwar in Südaustralien was gefunden, aber das Wetter war die ganze Zeit so schlecht. Und wir haben da ohne großen Aufwand eigentlich recht gleich einen Job gefunden. Und haben aber abgelehnt, weil wir ja so nicht im... Nicht mit Contractor arbeiten. Ja, das war mit Hostel, dass man im Hostel wohnen muss und dann 200 Dollar pro Woche und so. Im Endeffekt hat es sich nicht so sehr gelohnt. Und auf jeden Fall sind wir dann mal hier blind weitergefahren. Relativ schnell. Weil wir ja hier waren wir ja schon mal. Und haben gedacht, wir machen hier mal noch Fruit Picking oder so, weil wir haben... Oder Gemüse, da hat man auch Lust drauf eigentlich. Ja. Mal was Neues und hier kannst du mal auch ganz gut Geld verdienen. Und wir kennen ja den Campingplatz, also wir sind am gleichen wie im alten Video. Hier haben wir Küche, Tisch, Bett, Sessel. Doch mal ein Sessel. Hier geht's raus. Hier haben wir Hängematten. Und unser Auto. Ja. Wir sind sehr zufrieden. Wie letztes Mal auch. Nichts Besonderes, aber nach 4 Wochen durchs Outback fahren. Ja, ein bisschen häufig. Nach 4 Wochen durchs Outback fahren, kann man wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, mal wieder sich irgendwo niederzulassen und immer Dusche zu haben, ja. Und Kühlschrank. Und so oh weiter. Ja, Kühlschrank. Ja. Also wir haben jetzt innerhalb 2 Tagen quasi schon 2 Jobs gefunden. Zwar ist das eine, das ist super gut, ist echt ein guter Job. Das ist hier eine von den bekannten Farmen. Da wird man dann wahrscheinlich so Packing machen, also Gemüse verpacken und so in die Richtung. Das fängt allerdings erst in 3 Wochen an, weil das sind noch 2 andere. Grad, die dann da gehen. Die gehen, wir springen für die ein. Ja, wie wir den Job eigentlich gefunden haben, wir sind eigentlich grundsätzlich einfach mal überall rumgefahren. Zu allen Farmen hin, haben sie gefragt, ja, wir schauen gerade nach Arbeit, habt ihr gerade was? Und ja. So also, wird es gemacht. Das ist immer eine gute Idee. Jetzt sind wir auch gerade unglücklicherweise wieder ein bisschen zwischen der Season. Also sind schon sehr viele Leute hier und haben alle schon ihre Plätze und wir haben, da gibt es dann, kann man sich auch auf die Liste schreiben lassen bei den großen und guten Farmen. Und ja, da haben wir uns dann eingetragen und die melden sich dann auch wieder. Also so finde ich wieder auch einen Job, dass man dann einfach ein bisschen verweilen muss. Und jetzt haben wir uns, jetzt machen wir noch was, was wir eigentlich nicht machen wollten zuerst. Und zwar haben wir jetzt gedacht, weil wir konnten jetzt Zwiebelernte sofort auch bekommen, allerdings über einen Contractor. Und per Bucket. Und per Bucket bezahlt, ja. Aber wir haben jetzt mal gedacht, so, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und wir sehen ja gleich nach, ja, weil wir haben jetzt 3 Wochen Zeit, bis gute Farm auf jeden Fall anfängt. Nur bis dahin vielleicht auch schon mal gleich Geld verdienen. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade mal 2 Tage hier und haben eigentlich gleich Erfolge jetzt. Und ja. Von dem her. Probieren wir es einfach mal, wir sehen ja, wie es ist. Wenn wir nicht wirklich viele Kisten füllen können am Tag und wenig verdienen, dann lassen wir es. Also wir bekommen jetzt zwischen 40 und 45 pro Bucket, also pro Kiste, Zwiebelkiste oder was. Ja. Und es kommt halt darauf an, wie groß sie sind. Je nachdem, größere Zwiebel kriegst du halt wenig, ein bisschen weniger, weil dann füllst du die Kiste schneller. Packelst du am Tag, ja, auf jeden Fall machen wir das morgen. Und ich habe keine Ahnung warum, aber am ersten Tag müssen wir um 2 Uhr morgens da sein. Vermutlich, wir machen morgens noch Papierkram, aber ja. Ich muss später nochmal anrufen. Ob das stimmt, nicht, dass er sich vertan hat. Wir haben allgemein uns lange nicht mehr gemeldet, das ist bestimmt so 2 Wochen her, wo wir kein Video mehr gemacht haben, da wir eigentlich wirklich nur straight durch Melbourne, durch Küste hoch, durch Sydney durchgefahren sind, um hier zu arbeiten. Und ja, wir haben noch Freunde besucht in Yetari für eine Nacht und dann sind wir gleich hierher, von daher. Ja, nur ein bisschen Besuch gemacht, Freunde, aber ansonsten
Wir hätten sonst auch woanders gearbeitet, wollten eigentlich Südaustralien auch ein bisschen gemütlicher machen, aber es war wirklich so schlechtes Wetter. Nicht nur Regen, also wir sind ja jetzt da nicht so erschrocken vor Regen, aber es hat wirklich gestürmt. Uns hat es mal einen Tisch weggeweht sogar. Und das ist halt jeden Tag. Und jeden Tag Regen, bestimmt über 8-9 Tage oder so. Und das haben wir, werden es dann bleiben lassen. Also wir machen später Melbourne nochmal oder wir kommen ja nochmal. Genau. Auf jeden Fall können wir mal noch ein bisschen was über unsere aktuelle Planung erzählen. Also wir haben ja jetzt Australien recht intensiv bisher bereist. Westen haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir dann auch noch mal verschieben. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch circa 3,5 Monate Zeit. Und wir werden jetzt noch mal einiges arbeiten wollen. Also mindestens noch 2 Monate, wenn wir es schaffen, arbeiten. Nein, auch nicht. Ja, es hat folgenden Hintergrund, da wir ja jetzt bald weitergehen nach Neuseeland. Genau. Und wir werden ja auch noch nach Asien gehen und werden da noch einige Länder anschauen. Ja, also Daniel, jetzt haben wir schon viel zu viel geredet und ich muss alles übersetzen. Es wird viel Arbeit. Dann sehen wir uns eventuell beim Zwiebelernten. Ich weiß nicht, ob wir am ersten Tag schon die Kamera mitnehmen. Also wenn es dann ein bisschen was ist, dann, oder wenn es gut ist, dann nehmen wir es dann die nächsten Tage dann schon mal mit auf jeden Fall. Ja, am ersten Tag will ich es natürlich auch nicht gleich machen. Naja. So, heiß. Time, Sunshine, I learned to read.